Und weiter geht's bei Let's Play Hydra Castle Labyrinth. Im siebten Tempel, dem Lava-Tempel offenbar. Ja. Musik ist schön. Was zum Geier tust du da? Okay, drei Treffer. Ja gut, das klappt. Und das sieht mir so aus, als wenn wir hier ein sehr nettes Item kriegen. Das ist übrigens nicht so nett. Das auch nicht. Ah. Okay, ich habe wie immer keine Ahnung von den Tempeln. Ich weiß nicht, wo wir hinlaufen, ob wir die da theoretisch kaputt machen könnten, aber das werden wir noch früher oder später rausfinden. Eine innere Stimme sagt mir, ich will nach unten, aber ich guck mal hier oben nach. Okay, schnell! Ja, warum bin ich jetzt hier hoch? Okay, fünf Treffer. Die kriegen wir aber kaputt. Das. Da kommt doch bestimmt oben was hin. Na komm. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. Seht ihr? Und hier gab's kein Glöckchen. Aber hier gibt's auch kein Item, nicht wahr? Richtig, richtig. Hä? Was hast du denn davor? Naja, egal. Ignorieren wir dich. Oh, ein Glöckchen. Ja, lass dir Zeit, komm. Ich möchte nur dieses Item haben. Damit alles gut. Und ich muss unbedingt aufpassen, dass ich nicht zu viel Munition verballer. Wie wär's, wenn du dich einfach fixst? Gib! Was haben wir denn hier? Eine Münze? Okay. Keine Ahnung, wofür die ist. Bestimmt was Tempelspezifisches. So. Den Fortschritt könnte ich sogar schon speichern gehen. Ich bin nämlich jetzt unglaublich stolz auf mich. Doch, ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Und wie ihr wisst, Lava tut selten gut. Außer man ist komischer Mormon oder wie die Typen heißen da von Zelda. Die. Boah, habe ich mich verschluckt. Die schwimmen da drinnen. Stopp. Ja, da habe ich mir meinen wunderschönen Kopf fast angesenkt. Ah, er dachte, ich werde getroffen, ne? Aber ist Quatsch. Gerade spucke ich noch große Töne. Ich muss unbedingt aufpassen, dass ich hier nicht allzu häufig getroffen werde. Hä? Wo komme ich her? Stimmt, von hier. Ich habe vergessen, wo ich herkomme. Nein, nicht von hier. Definitiv. Ah, hier gibt's aber was. Ja. Hahaha. Scheiße. Na gut, das möchte ich dann doch noch haben, wenn ich ehrlich bin. Das sieht mir auch nicht so schwierig aus. Sprach er und wird sich jetzt alle Knochen brechen. Passt mal auf. Ja, hier ist es mir egal. Hier werde ich auch ziemlich viel dafür aufopfern. Wenn ich die Chance habe, dafür nachher mit zwei Items zu speichern. Ja, seht ihr? Das kommt davon, wenn ich versuchen will zu sparen. Ach ja, na komm. Das war's nicht wert. Absolut nicht. Ja, das ist, wie gesagt, das war's nicht wert, denke ich. Ich krieg zwar ein Item jetzt, wenn ich mich nicht total behämmert anstelle. Eine zweite Münze, aber ich muss ja auch noch den Rückweg schaffen, nicht wahr?
Also ihr hofft natürlich nicht, aber ich hoffe schon. Und sonst muss ich den ganzen Kram wieder machen. Und dann fuck ich mich ab, worüber ihr euch freut. So, du gehst da oben kaputt. So, warte mal, wo kam ich denn her? Ich glaube von hier unten. Ja, ja, genau. So. Jetzt muss ich nur den Rückweg hier schaffen und dann ist alles gut. Aber es sieht gut aus. Ja. Prima. Nicht mal ansatzweise knapp. Ich weiß, dass es an einer ganz bestimmten Stelle hier ein Item gibt. Allerdings weiß ich nicht, ob ich es mir schon holen kann. Nämlich da. Nur sobald ich in Lava falle, bin ich halt tot. Nee, da komme ich definitiv noch nicht dran. Oder ich wüsste nicht wie. Naja. Werden wir sicherlich noch rausfinden. Vielleicht gibt es ja hier doch noch was. Ich meine, wir haben schon zwei Items gefunden. Warum sollte es nicht noch ein drittes geben? Flop. So. Jetzt aber ein wenig sparsamer mit der Munition. Wow. Das wäre fast... Ich muss... Böse ausgegangen, wollte ich sagen. Und hoffen, dass ich jetzt nicht in naher Zukunft auf irgendeinen Endgegner treffe. Na komm, gib mir ein bisschen Munition. Wow. Aber mit so wenig Munition brauche ich es gar nicht versuchen. Aber andersrum, ich habe nichts zu verlieren. Ich meine, hey. Ja. Wie vermutet. Ich, wisst ihr, was mein Problem war? Ich wollte keine Munition ausgeben für den. Das war das Problem gerade. Hätte ich es mal besser getan. So geht's offenbar auch. Na gut. Ich muss Munition sparen, wo nur geht. Das sollte ich hier übrigens auch machen. Wow, das hat sich doch gelohnt. Wir sind wieder bei 38. Und ich hoffe, ich muss nicht jedes Mal diesen Weg laufen, wenn ich zum Endgegner will. Gar nicht mal so cool. Naja, ich könnte sie mit dem Bumerang vielleicht. Löwenköpfe. Aha. Ach, die muss ich also kaputt machen, ja? Oh nee. Da sammle ich lieber draußen nachher neue. Ah ja. Oh, wunderschönes Item. Aber wisst ihr was? Richtig, ich kann auf Lava laufen. Oh, ein schönes Item. Finde ich ja. Toll. Ja. Das fand ich übrigens nicht so ganz toll, aber passt schon. Weil ich kann über Lava laufen. Das heißt, ich laufe raus, gespeichert und freue mich. Und dann gucken wir mal weiter links nach. Und ich hoffe wirklich, dass es da noch keinen Endgegner gibt. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, nicht wahr? Schauen wir es uns an. Aber erst hole ich mir ein weiteres Item, nachdem ich gespeichert habe. Keine Ahnung. Übrigens, dieses Bracelet da oben in der ersten Reihe, ich zeige es euch nochmal, ist dafür da, dass wir schneller Leiter klettern können. Ist mir spontan oder beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ist aber so.
Ich denke, mehr gibt es ja auch in der Lava nicht zu holen. Außer Spesen, nichts gewesen, rein in den Tempel. Ja, ich gebe wieder die tollsten Weisheiten vom Stab. Oh nein, das sieht mir aber sehr nach Ent... Nein, doch nicht. Aber der kann nicht lange auf sich warten lassen. Und dann habe ich ein Problem. Dann werde ich mich die Aufnahme, glaube ich... Uah, was? Hundi? Hörst du auf? Das macht ja kaum Damage. Ist ja gut. Ne, null. Mittel ist kein Damage. Ja, habe ich ja immerhin 3 Treffer ausgehalten. Das war ja gut. Einmal versuche ich es noch. Heilige, meine Güte. Ja, ich habe zwar 30 Bananen, aber die bringen mir alle nichts. Ich muss mehr von diesem Schlag hier Gebrauch machen, weil es gibt da eine kurze Verwundbarkeitszeit. So, so. Oder ich muss direkt... Nee, ich weiß nicht mehr, wo ich da stehen muss. So hart. Boah, ist das heftig, ey. Keine Chance. Null. Auf keinen Fall, Leute. Ich beende die Aufnahme hier. Ach, farme ein bisschen Munition und mache gleich hier weiter. Bis gleich. So, wir machen weiter und ich bin primstens gerüstet für den nächsten Kampf. 99 Bananen. Äpfel, Birnen, Stauden, whatever. Hundi, komm! So, Bello, dein Hundefänger ist da. Ja. Oder auch nicht. Der macht so unverschämt viel Schaden. So heftig, ey. Guck mal! Wow, oh Gott, oh Gott. Heilige. Gott, ja, mir bleibt noch nicht mehr wirklich viel zu sagen gerade, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass das relativ dumm war. Ja, klatsch ich das unentschieden. Fuck! Dumme Steine! Einmal nicht aufgepasst. Naja, was soll's. Oh ja, das geht ja echt vom Schaden her. Ach, warum soll ich's probieren? Bring mich um! Hier, kommt der Stein erwischt mich auch noch, oder? Tch, ist ja lächerlich. Ich weiß ja nicht mal, von was ich mich lieber treffen lasse. Von diesem scheiß Köter oder von diesem dummen Stein? Ich weiß schon, warum ich hier ein Katzenfreund bin. Boah, ey. Okay. Ich bleib jetzt ruhig und dann klappt das, okay? Okay. Oh, habe ich immer mit 3 Bananen einmal getroffen. Ist doch super. Ich muss nur auf... Ja, das war zum Beispiel auch nicht so gut, aber ich hatte Glück. Ich muss auf der Seite stehen, wo ich mehr Platz zum Ausweichen habe. Das ist wichtig. Nicht wie jetzt zum Beispiel.
Das ist wieder gut. Und das war total unnötig. Ich weiß wieder nicht, warum ich es getan habe, aber naja. Ja, Tür. Ja, ich weiß, dass ich die kaputt kriege, dass, falls sich das einige schon gewundert haben, aber ich weiß halt nicht. Ich will es halt nicht versuchen, nur heraufzubrischen, wenn das nur. Hallo! Bist du jetzt total behämmert? Ja, komm. Wie wär's denn nicht? Halt's Maul. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Ja, roll noch langsamer, dann gehst du rückwärts. Gottes Willen, ey. So. Naja, besser ein paar Treffer als keine, nicht wahr? So. Nicht cool. Blöder Kunde. Stirb bitte! Du bist der Grund, warum es Tetanus-Spritzen gibt. Ich hoffe, du kannst mit dieser Verantwortung leben. Wenn nicht, ist mir das scheißegal! Aber diesmal sieht's gut aus. Natürlich. Gib. Temp Nummer 8. Okay, aber nicht jetzt. Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Hydra Castle Labyrinth. Im nächsten Part, bevor wir zu Tempel 8 gehen, werde ich mich noch ein wenig auf der Welt umschauen, ob wir irgendwelche Items noch einsammeln können. Wie schaut denn das momentan aus? Drei Items fehlen noch. Es ist durchaus möglich, dass es die auch im letzten Tempel gibt. Das will ich echt nicht ausschließen. Ja, werden wir herausfinden. Leute, ich sage danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!